Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial zur Trimble Nova. Und ich möchte Ihnen hier zeigen, wie wir mit Deckendurchbrüchen arbeiten können und da einige Tipps vermitteln. Ja, um Deckendurchbrüche zeichnen zu können, gibt es im Wesentlichen zwei Methoden. Die Durchbrüche finden Sie hier im Menü Architektur unter der Durchbruchsplanung oder Sie können sich auch eine entsprechende Symbolleiste hier hineinsetzen und da sind dann entsprechend die Durchbrüche. Hier vorne sind die 3D, die echten Durchbrüche. Hier hinten sind dann die Durchbrüche zweidimensional. Wir nennen das freie Platzierung. Ich fange mal mit denen an. Hier können Sie einen entsprechenden Durchbruch einfach als Symbol in die Zeichnung hineinsetzen. Dem können Sie dann diverse geometrische Informationen mitgeben. Sie haben hier hinten noch unterschiedliche Möglichkeiten, diese Durchbrüche zu füllen. Und ja, das ist dann wirklich ein zweidimensionales Bauteil, was dann beschriftet werden kann. Wenn Sie eine 3D-Information nutzen möchten, dann brauchen Sie eine entsprechende Decke, um damit zu arbeiten. Ich zeichne mir mal eine solche Decke ein. Das ist also eine normale Geschossdecke. Und dann kann ich hier einmal diese Kontur ablaufen und kann diese Geschossdecke hier eintragen. Wichtig bei der Geschossdecke ist, dass wir die Höhenlage nicht aus dem jeweilig zugeordneten Geschoss übernehmen. Da müssen Sie also selber auf die entsprechenden Höhen achten. Und dann können Sie hier Durchbrüche einzeichnen. Eine Möglichkeit ist, dass Sie über die rechte Maustaste einen Deckendurchbruch hier einsetzen. Und als erstes geben Sie den entsprechenden Winkel ein und dann können Sie auf so einer Bezugslinie den Durchbruch eintragen und setzen den hier hinein. Die zweite Variante ist, dass Sie hier oben aus der Icon-Leiste den Deckendurchbruch, da ist der Deckendurchbruch, aufrufen, dann die entsprechende Decke auswählen und dann können Sie hier auch diesen Durchbruch platzieren und absetzen und haben diesen dann hier zur Verfügung. Das sind die zwei Möglichkeiten, Durchbrüche hier frei einzuzeichnen. Dritte Möglichkeit ist, dass Sie ein Störelement haben, zum Beispiel einen Lüftungskanal oder ein Rohr, was durch diese Decke hindurchgeht und dann können Sie eine automatische Generierung nutzen. Ich zeige das mal am besten an einem kleinen Beispiel. Ich setze hier einen Lüftungskanal ein, setze diesen senkrecht und ziehe den hier hoch. Und dann haben wir den hier als Kollision zu der Decke. Und dann kann ich über die rechte Maustaste den Durchbruch generieren. Gibt es diverse Einstellungen, die Sie dann noch nutzen können. Und dann wird ein Durchbruch eingetragen. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, dass Sie einen jetzt hier im Kellergeschoss sowohl eine Decke wie einen Boden brauchen, um dann auch Bodendurchbrüche machen zu können. Gibt es einen kleinen Trick? Sie können sich die Decke, die Sie schon eingetragen haben, hier markieren und können dann über die rechte Maustaste diese kopieren. Mache ich gerade mal. So. Und dann können Sie die direkt wieder hier in die Zeichnung einfügen. Da ist es. Und hier unten in der Statuszeile links unten sehen Sie dann mit Return können Sie die Originalkoordinaten beibehalten. Dann wird die Decke genau an die gleiche Position gesetzt. Und wenn Sie jetzt hier entsprechend die Abmessungen ändern, zum Beispiel von minus 20 bis 0, dann wird diese Decke hier unten, sieht man es ganz gut im Schnitt, wird sie hier hingesetzt. Ja. Beim Platzieren von Durchbrüchen müssen Sie jetzt darauf achten, dass Sie immer die richtige
Decke auch identifizieren. Ich zeige das mal ganz kurz. Wenn ich den Deckendurchbruch hier herausnehme, dann ist es sinnvoll, hier im Schnitt die entsprechende Decke auszuwählen, um einen Durchbruch einzusetzen, weil Sie sonst eben hier im Grundriss nicht genau sehen können, ob Sie jetzt die Decke oder den Boden platziert haben. Bei Störelementen, die Sie nutzen, ist es dann normalerweise einfach. Entweder ich habe die in der Decke oder ich habe die hier im Boden sitzen, diese Störelemente, und dementsprechend wird dann auch der Durchbruch generiert. Also einmal in der, und dann sehen Sie, dass hier diese Durchbrüche eingetragen werden. Jetzt nehme ich nochmal den Deckendurchbruch raus. Ups, ich habe gleich die ganze Decke rausgenommen. Da ist er. Und verlängere hier diesen Lüftungskanal und nehme auch den entsprechenden Durchbruch hier raus. Und wenn ich jetzt auf diesen Kanal gehe und einen Durchbruch generiere, dann wird, weil dieser Kanal jetzt wirklich durch beide Decken, beziehungsweise einmal durch den Boden und einmal durch die Decke geht, an beiden Stellen ein entsprechender Durchbruch platziert. Ja, aber für unser Kellergeschoss haben wir jetzt natürlich auch noch eine besondere Situation, die ich Ihnen zeigen möchte. Das ist die Situation, dass wir im Erdgeschoss eigentlich unseren Bezug haben für Durchbrüche. Kann man sich gut vorstellen, ich bin hier im Keller, das ist ein kompletter Raum. Darüber liegt das Erdgeschoss, wo unterschiedliche Räume sind, wo in unterschiedlichen Ecken dann Durchbrüche sein könnten. Ja, da gibt es mehrere Methoden, damit umzugehen. Ich zeige euch mal die erste, dafür nehme ich nochmal den Boden raus und gehe jetzt über die rechte Maustaste Referenz, rufe mir dann die Erdgeschossreferenz hier auf und lasse mir die hier anzeigen. Und jetzt habe ich natürlich hier für meine Durchbrüche den Bezug von der Erdgeschossdecke und kann jetzt hier Deckendurchbrüche platzieren und was ich jetzt hier im Technikraum vielleicht möchte ich einen entsprechenden Durchbruch platzieren und setze diesen Durchbruch dann hier in Bezug auf die Architektur Erdgeschoss in die Zeichnung rein. So, jetzt habe ich einen Deckendurchbruch genau positioniert nach Vorgabe des Erdgeschosses und kann dann entsprechend diesen Durchbruch hier herstellen. Das funktioniert hier für diese Durchbrüche, die sich geometrisch an die Architektur orientieren, ganz gut. Aber ich kann eben auch die Situation haben, dass im Erdgeschoss eine Installation ist, die ich dort nutzen möchte, um Durchbrüche zu gestalten. Und da gibt es jetzt eine Möglichkeit, die man machen kann. Ich kann mir also jetzt hier meine Decke markieren. Und auch wenn man es nicht sieht bei der Markierung, der Durchbruch ist jetzt Bestandteil dieser Decke. Das heißt, wenn ich eine besondere Situation habe, kann ich diese Decke markieren, kann die mal hier per Steuerung X ausschneiden aus dem Kellergeschoss. Vielleicht nochmal zur Verdeutlichung nehme ich die Referenz raus. Sieht man jetzt schön, das bin ich also jetzt hier im Kellergeschoss, habe die Decke rausgeschnitten. Öffne mir das Erdgeschoss und kann jetzt einfach über Steuerung V die entsprechende Decke mit Return, wieder hier unten der Hinweis, links unten Return, Originalkoordinate behalten, einsetzen. Und Sie sehen dann, dass hier auch der entsprechende Durchbruch, der hier sich an der Kante von dem Grundrissbezug reingesetzt wird. Und jetzt gäbe es vielfältige Möglichkeiten. Ich mache es mal wieder ganz einfach und nehme mir hier einen Kanal, setze den senkrecht oben auf 2,50 Meter und setze mir den irgendwie so rein. Und wenn der jetzt hier halt in der Erdgeschosszeichnung vorhanden ist und ich möchte den nutzen, dann besteht die Möglichkeit, eben sich hier eine Decke reinzukopieren,
Dann kann ich auf Grundlage dieser Decke einen Durchbruch generieren. Platzieren wir den rein. Ich könnte jetzt auch, wenn ich das möchte, die Höhenlage dieser Decke noch verändern, damit ich hier Kollision mit entsprechenden Bauteilen bekomme. Und dann geht das Ganze wieder umgekehrt. Ich nehme diese Decke hier entsprechend raus aus der Zeichnung. Die Durchbrüche gehen hier wieder mit. Und über Steuerung V, Return für Originalkoordinate, setze ich mir das rein. Und dann habe ich hier die Durchbrüche entsprechend sauber dargestellt. Was nicht geht, weil eben tatsächlich der Durchbruch hier an der entsprechenden Decke dranhängt, ist die Situation, einzelne Durchbrüche jetzt zu übertragen. Das funktioniert nicht. Da kann ich also nur dann eben mir das als Referenz reinladen und dann vielleicht nochmal neu zeichnen. Ich kann die Durchbrüche hier nicht einzeln übertragen, sondern nur mit der Decke zusammen. Und das sind dann halt die Möglichkeiten, die man hier hat. Der Durchbruch kann dann natürlich beschriftet werden, hier unter Architektur, Durchbruchsplanung beschriften oder auch über die Icon-Leiste, auch hier Durchbruch beschriften und dann kann ich die Information abtragen. Die Nova denkt dann immer in Decken, also die Standardbeschriftung ist dann hier immer ein Deckendurchbruch und wenn Sie einen Bodendurchbruch brauchen, müssen Sie hier den Vortext ändern und dann wird das zu einem Bodendurchbruch und dann kriegen Sie den entsprechend hier dargestellt. Ja, das war die Übersicht von unseren Funktionalitäten hier in der Durchbruchsplanung für die Decke. Ich hoffe, dass es weiterhilft und ja, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.